Mats ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die Matze Theo, das bin ich, interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. 10 Fragen? Naja, also 5. Oh, noch 5? Ja, also 10 in Summe. Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Reingehört bitte. Mats ab, Erika Divitt. Und los geht's mit meinem neuen Gast oder mit meinem nächsten Gast quasi. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Eine Tattoo-Künstlerin aus Berlin und zwar Katharina Katze. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Hi, hi. Ich freue mich sehr, dass du da bist, beziehungsweise da in Anführungsstrichen, weil auch du bist mir per Skype zugeschaltet, weil wir uns natürlich auch nach den Richtlinien halt richten. Und ja. Von daher trotzdem schön, dich zu sehen, weil ich kann dich sehen. Du siehst gut aus. Ja, ich dich auch. Ich freue mich, dass du da bist. Danke, danke. Mein Quarantäne-Outfit. Ja, genau. Fettige Haare, schon ungeschminkt. Und ich habe auch schon gesagt, man muss sich ja nur obenrum hübsch machen. Unten ist ja völlig egal, ja. Von daher bin ich auch nur oben fertig gemacht. Oben das für dich hübsch heute gemacht. Ein Mysterium. Genau, ja. Das lassen wir mal, überlassen wir der Fantasie der Zuhörer. Genau. Wunderbar, okay, dann lass uns gleich loslegen. Man kann ja mal vorweg sagen, wir kennen es ja noch gar nicht so gut. Ich glaube, wir haben uns ein, zwei Mal gesehen. Ja. Aber dass wir uns jetzt also besonders gut kennen, würde ich nicht sagen, umso besonders. Nee. Umso gespannter bin ich auf unser Gespräch. Und auch dich habe ich getriezt und gezwungen, 5 Fragen vorzubereiten, in der Hoffnung, ja, dass sie dir vorher noch nie so gestellt wurden. Und die hast du mir gerade geschickt. Ich habe noch nicht reingeluschert, schauen wir mal gleich. Und im Anschluss habe ich 5 Fragen vorbereitet, die ich dir stelle. Und um nochmal für die Zuhörer das zusammenzufassen, ist da eine Frage dabei, die dich langweilt, die dir doch schon mal gestellt wurde oder irgendetwas? Darfst du dir irgendetwas wünschen von mir? Von mir, okay. Mit mir, was Lustiges, was Gemeinnütziges, ist ganz egal. Wir machen es einfach. Okay? Gut. Okay, cool. Würdest du dich aber kurz so mit 3, 2, 4 Sätzen selbst vorstellen, bevor ich in die erste Frage gehe? Also, Name ist ja bekannt, Katharina, beziehungsweise Katze als in Anführungsstrichen Künstlername. Bin selbstständige Tätowiererin, mache das schon seit über 10 Jahren, wohne in Berlin, habe ein eigenes Studio und bin in Quarantäne und zwangsarbeitslos aktuell. So, da haben wir viele Gemeinsamkeiten, weil das bin ich auch, ja. Nicht ohne Grund können wir uns jetzt so völlig locker und auch also zum Podcast verabreden. Und genau, und wir haben einen, wie soll ich sagen, gemeinsamen Bekannten. Also eigentlich ist es dein Ehemann. Das ist ein sehr guter Freund von mir. Das ist ein sehr guter Bekannter meinerseits, wenn ich das so sagen darf. Genau, das ist so ein flüchtiger Bekannter deinerseits und ein guter Freund von mir. Das ist unser Timur. Und also ihr habt nicht nur eine coole Hochzeitsgeschichte, hat er die schon erzählt, die wir schon hören durften, sondern ihr seid auch immer total, also ihr macht coole Reisen, finde ich. Ja, ihr macht das immer stimmt. Tolle Bilder und so. Hallo du. Hi. Erste Frage von dir. Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man sich in Kanada irgendwo in der Wildnis verfährt und auf einmal einen Bär auf der Straße sitzt? Jetzt erzählt mir nicht, dass euch das passiert ist. Diverse Male sogar an diesem einen Tag. Wir waren ja 3 Wochen in Kanada und hatten immer die Hoffnung, Bären zu sehen. Und man so, oh, und hoffentlich sehen wir einen. Das wäre so cool. Dann wollten wir nach Clearwater fahren. Nicht das in Florida, sondern das in Kanada. Okay. Und ich hatte noch auf der Karte gesehen, oh, irgendwie endet die Straße da. Sollen wir einfach weiterfahren oder nicht? Und Timo natürlich, Mann, der ist so, klar, fahren wir weiter. Na, also, da wird logisch. Ja wohl weitergehen. Turns out, ging nicht. Es waren keine befestigten Straßen mehr. Es war in Kilometer weit keine Häuser oder sonst irgendwas zu sehen. Nur Wald, Wald, Wald und Berge. Ja, und dann sind wir um irgendeine Kurve gefahren, wo auf einmal ein dicker schwarzer Braunbär auf der Straße saß. Und dann bleiben wir mal kurz stehen, schluckt und fragt sich so, okay, was machen wir jetzt? Bitte geh einfach weg. Weil ich habe ja gelesen, man soll sich ja, wenn man einem Bär begegnet, eigentlich totstellen. Weil die dann wirklich von einem weglassen. Aber ihr wart im Auto. Wir waren ja im Auto, oder? Aber selbst das war so ein komisches, absurdes Gefühl auf einmal. Ja. Ja, deshalb. Und du weißt ja auch nicht, ob das jetzt irgendwie ein Weibchen ist, das jetzt gerade Babys irgendwie da ein paar Meter weiter hinterher trotteln hat oder nicht. Ja, aber der saß da einfach, hat uns angeguckt nach dem Motto so, oh, ja, okay. Und dann sind wir so ganz trantütig aufgestanden. Ach, Deutsche sind da, ich gehe mal weiter. Oh, die wieder, ey. Wir sind dann so ganz trantütig aufgestanden und so weggetrottelt. Und so, okay. Man kann mal weiter.
In welcher Jahreszeit war das? Weil das ist ja, so wie du sagst, total abhängig von dem Gemütszustand, ne? Genau, das war im Mai. Im Mai, ja, okay. Mai, ach, krass. Mai, ja. Ja, und ja. Auf dem Weg an dem Tag haben wir noch 6 andere gesehen. Nein. Also da, okay. Da ging dann richtig los. Auch ein paar Bärchenbabys und ja, okay. Ich wäre ja gerne angehalten. Aber ich glaube, so, umso mehr muss man Angst haben, oder? Weil die Bären wahrscheinlich ihre Babys total beschützen. Und, ja, also wo wir die Bären Babys gesehen haben, die Cubs, die waren am Straßenrand so ein bisschen, wo wieder mehr, ne, was heißt touristisch, kannst du da ja nicht sagen, aber es waren zumindest wieder befestigte Straßen und ein paar Häuser. Und ich wäre ja gern angehalten und hätte mir die angeguckt, aber Timo war dann auch so, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter, wenn hier irgendwo die Mama ist. Ja, da hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Wäre ich, glaube ich, auch weitergefahren. Ja. Ach, mega gut, okay. Ja, ist ein komisches Gefühl, macht aber Bock. Ist auf jeden Fall beeindruckend. Und kriegt man Respekt. Ja, genau das wollte ich gerade sagen, weil das ist ja das, was man hier in der Natur, also ich meine, ich bin zwar, ich sage mal, so halb im Wald aufgewachsen, ich komme aus Mecklenburg, aus dem Müritzen Nationalpark. Ach, schön. Da kennt man ja so Wiesengehege und so oder irgendwelche tollen Vögel, aber jetzt nicht so eine großen Tiere. Und das ist ja, also so wie man in Schweden halt auch so Klischeedenken hat. Ist es wahrscheinlich so Kanada ein Bär sehen, oder? Ja, und, wir haben Bären, Elche, wann hatten wir noch? Wir haben so viele Tiere gesehen, Kojoten oder Wolf, wir sind uns nicht sicher, weil die sich sehr ähnlich sehen auch. Und ja, das läuft glaub, da so Kojoten alles rum. Jaulen oder heulen anders, glaube ich, ne? Als ja gut, das haben wir jetzt nicht rausfinden können. Aber der genau stand halt so, am Straßenrand. Genau. Und hat geguckt so. Und nicht gerade ungefährlich, ah, okay. Ja, mega spannend. Ihr wart lange in Kanada, richtig? 3 Wochen, genau. Also 1, ja, wow. Obwohl, nee, noch nicht mal. Egal, 18 Tage. Naja, 18 Tage sind 3 Wochen. Ja, mit An- und Abreise ist immer etwas spärlich. Mega gut, okay. Beste, was man machen kann, kann ich jedem empfehlen. Also die Bilder lügen nicht, die man von Kanada sieht. Es ist absurd schön. Die Befürchtung habe ich auch. Mein Vater hatte immer, also sein Traum war meistens, wenn man mal auswandern möchte oder irgendwo hinreisen möchte, was sehr weit entfernt ist, ist es tatsächlich Kanada. Ja. Und je mehr Bilder ich mir angucke, umso mehr blutet so mein Herz, so wenn es ums Reisen geht und wenn man Fernweh hat. Und also wenn ich es zum Beispiel auch liebe, in der Stadt zu wohnen, kann ich es nicht leugnen, sehr naturverbunden zu sein. Und wenn ich dann manchmal Heimweh habe, ist das Heimweh auch zur Natur. Und das findet man in Kanada wahrscheinlich total, ja. Voll. Also du selbst warst noch nicht drüben. Nee, also Kanada kenne ich noch nicht, genau. Ich kenne West- und Ostküste von Amerika, ihr auch, habe ich schon gehört. Und da geht mein Herz direkt wieder auf. Und ich habe auch schon so viele Bilder gesehen und ich kenne ja auch eure ganzen Urlaubsbilder. Und genau, und ihr wart, glaube ich, vor mir in New York und ihr habt mir auch ein paar Tipps, glaube ich, gegeben, wo man Ice Cream und Spare Ribs und Burger. Ja, ich hatte ja die New York Straßenkarte und habe mir nicht die Sehenswürdigkeiten eingetragen, sondern alles, was ich in ausgiebiger Recherche in den Monaten davor über einschlägigen Social Media Seiten, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, immer wenn ich was Geiles zu essen gesehen habe, habe ich den Standort rausgefunden, mir das in die Karte eingetragen. Und dann so, ich weiß, warum du mir sympathischer bist als Timur, weil das ist genau nach meinem Geschmack im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich. So, genau, ja, mega gut. Und das kann man ja, glaube ich, nirgendwo anders so gut wie in New York tatsächlich. Also Südküste, Westküste finde ich auch okay. Südküste auch in Amerika, ganz besonders clever, genau. Nee, Westküste, aber die Ostküste, also New York, kulinarisch eine Bombe. Entweder trashig, entweder billig, aber fettig und genau, voller Kalorien, aber trotzdem lecker. Oder halt Fett auch, ist ja Geschmacksträger, wir wissen es genau. Alle. Von daher. Das hat meine Oma immer gesagt. Ne? Butter ist Geschmacksträger. Also schön wirklich, Butter, Schmalz, alles ran. Richtig, genau. Wir haben es schon eingangs erwähnt, du bist Tattoo-Künstlerin, kann man das sagen? Ja, Tätowiererin. Du bist schon Künstlerin. Ja. Tätowiererin, ja? Ja. Okay, naja. Wenn ich so deine Arbeiten sehe, dann denke ich manchmal, wow, das ist schon, also nimm doch einfach mal Künstlerin an. Na gut, komm ich mal zur nächsten Frage. Wie fühlt es sich eigentlich an, dass Leute einem so vertrauen und für den Rest ihres Lebens mit Bildern von dir rumlaufen? Überwiegt das? Also erstens, die Frage ist jetzt gestellt, die ich aber da nachstellen wollte. Kommen viele von dir und wollen ein Bild von dir oder kommen auch einige und sagen, ich möchte genau das, also tätowierst du auch das, womit Leute kommen? Oder sagst du, nee, ich nehme immer Ideen an, aber kreiere immer was Eigenes? Genau, also das ist meine Hauptvorgehensweise. Die Leute schreiben mich an, sagen, okay, das und das ist die Grundidee oder das möchte ich auf jeden Fall mit drin haben als Motiv. Und ich versuche es dann als Tattoo dann dementsprechend umzusetzen nach deren Wünschen.
also ich mache es erstmal nach meiner Idee, zu 95% sagen die auch, oh geil, hätte ich mir nicht besser vorstellen können. Ja. Kann aber auch sein, dass Leute dann sagen, okay, wollen wir hier die Blume weglassen oder da noch das und das dazu machen, sodass es dann halt am Ende des Tages 100% den Geschmack des Kunden trifft. Der sich nicht tätowieren lassen muss, was sie nicht hundertprozentig haben möchte. Also da bin ich jetzt nicht ganz so die Künstlerin, sondern in dem Fall wieder Dienstleister. Dienstleisterin, genau. Aber ich habe auch mal beim Dienstleister gearbeitet. Das ist natürlich wichtig, den Kunden, also den Wunsch abzulesen. Aber man kann den Kunden auch ein bisschen erziehen und lenken. genau, pädagogisch wertvoll natürlich lenken. Ja. Und ich entnehme quasi deiner Frage, also ist es tatsächlich so ein Gedanke, der dich beschäftigt, irgendwie, wow, ich kreiere was, klar, er hat jetzt sein Einverständnis gegeben, weil ihm das Bild gefällt, aber er vertraut mir, weil ich mein Stil, mein Bild tätowiere und er das jetzt für den Rest seines Lebens hat und auch noch darüber hinaus, wenn man mal ehrlich ist. Ja, doch, also ich glaube, das ist was am längsten, obwohl je nachdem, wie man konserviert ist. Oder wie man aus dem Leben scheidet, ne? Man weiß es nicht so. Genau, genau. genau. Aber wie fühlt sich das an? Also wann hat dich das allererste Mal so beschäftigt, dass du gedacht hast, oh Gott, ist die Person verrückt, weil sie vertraut mir so sehr, dass ich sie jetzt tätowieren darf? Ich habe mir tatsächlich bewusst nie so krass Gedanken darüber gemacht, weil am Anfang ist man so damit beschäftigt, alles richtig zu machen. Es ist neu, man ist aufgeregt, man konzentriert sich nur darauf, irgendwie, okay, nichts falsch machen, nichts falsch machen, nichts falsch machen. Dann irgendwann wird es Routine und Alltag. Und das kommt dann halt in so Momenten, wenn Leute kommen mit sehr persönlichen Geschichten dahinter. Wir wollen jetzt nicht hier so ein Miami Ink Ding aufzählen. Man muss auch nicht in jedes Tattoo irgendwie eine, ach so, emotionale Hintergrundstory bauen. Entweder es gibt die oder es gibt die halt nicht. Und immer dann, wenn es halt irgendwie so emotionale Sachen gibt, wo ich dann wirklich sehe, dass das in den Leuten was auslöst, wenn die das Endergebnis sehen, merkt man so, krass, das hab ich denen jetzt halt gerade gegeben für den Rest ihres Lebens und das sehen die jetzt immer und assoziieren da irgendwas Schönes mit, manchmal natürlich auch nicht, aber wenn es jetzt irgendwas mit Tod zu tun hat oder so, weil Angehörige. Aber sie denken trotzdem immer an dich, weil sie wissen, das hat die Katze gemacht. Das auch, genau, ja, das auch. Oder? Das ist ja auch nicht ganz unerheblich. Und ich muss gestehen, ich habe tatsächlich immer gedacht, jeder, der ein Tattoo hat, da steckt irgendeine hochemotionale Geschichte dahinter. Und ich habe ganz viele, also Freunde oder Kollegen, die tätowiert sind, die auch mal gesagt haben, es hat mich erst so beschäftigt, weil ich das so gar nicht nachvollziehen konnte im ersten Moment. Nö, ich habe mich tätowieren lassen, weil ich jetzt erstmal Bock auf ein Tattoo hatte und so. Und ich fand das ein Motiv cool. Und dachte ich mir so, wow, weil da schwingt ja genau das mit, was du sagst, was für ein Grundvertrauen man hier haben. Musst du sagen, irgendwie, ja, ich habe irgendwie Bock auf ein Tattoo, mach mal was. Oder ja, finde ich ganz cool. Oder ich habe jetzt keine Idee und du schlägst was vor und die sagen irgendwie, ja, passt, mach mal. Das ist doch mega, weil selbst das hat ja ein Bildhauer nicht, ein Maler nicht, ein Künstler. Das ist ja das, was so ein Tattoo-Künstler ja so einmalig macht. Und die Leinwand ist ja manchmal total offensichtlich, für alle ersichtlich. Ja, das ist meistens, cool. Ja. Hast du schon mal ein Tattoo von dir auf der Straße gehen sehen und hast das Tattoo erkannt, bevor du die Person erkannt hast? Die Frage fällt mir das ist eine gute Frage. Ich wüsste jetzt gerade bewusst, nicht, natürlich habe ich schon irgendwie Kunden von mir mal auf Konzerten oder Festivals getroffen. Tatsächlich eher da oder beim Feiern als jetzt so auf der Straße. Aber doch, auf Konzerten, wenn da irgendwelche Mädels stehen und die Arme hochmachen, feiern und dann sehe ich ein Tattoo mit so, ach, das ist doch hier sowieso. Die habe ich doch. Ach ja, das war mein 13-Uhr-Termin letzten Dienstag. genau. Also, dass ich die am Gesicht nicht wiedererkennen würde, weil ich mache das seit über 10 Jahren. Das heißt, man kann sich halbwegs ausrechnen, wie viele Leute ich schon tätowiert habe. Da merkt man sich nicht jedes Gesicht so. Aber dann siehst du so, ach doch, die kenne ich. Ja, das ist mein Zusammen. Ja. ja. Und das, jetzt wollte ich irgendwie hier die Kurve schlagen. Egal, erzähl du erstmal weiter. Ich wollte es noch auf irgendwas umlecken und hab's instant wieder vergessen. Es hat nicht funktioniert. Na, vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf, aber kein Thema. Nee, das ist einfach nur eine Frage, die mir gerade eingefallen ist, weil jeder Tattoo, deswegen war so die Frage nach, bist du Tätowiererin oder Künstlerin, weil man bringt ja schon automatisch seinen Stil mit rein. So, ne? Und ich glaube, du bist schon, also ich sehe auch das Motiv Blumen bei dir ganz oft. Und ja, ist halt immer ein schönes Füllmittel, ne? Weil wenn halt irgendein Objekt hast, so was ist die Alternative? Was ist irgendwie so neutral? Also, aber hübsch. Als, genau, ja. Ja. Weil sonst gibt es noch, machen ganz viele halt immer bei diesen Schwarz-Weiß-Tätowierungen Wolken oder einfach nur irgendwie schattiert. Und das
ja, ist jetzt auch nicht immer unbedingt schmücken. Deshalb bin ich Fan von Blümchen oder Blättern, wenn es irgendwie nicht ganz so feminin sein soll. Wobei Blumen nicht feminin sind, wollte ich kurz nochmal anmerken. Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich weiß, also Timo hat mal gesagt irgendwie, ja, meine Frau ist auch Feministin, aber das ist schon ewig her, und er hat gesagt irgendwie, ja, wir sollten es aber alle sein, weil ich bin es auch, weil es ja eigentlich für mich nichts anderes bedeutet als irgendwie gleich, ja, ist gleich. Ja, das stimmt. Und das ohne Kompromisse, ja. Ja. Und wenn jetzt auch mal der Frauenanteil irgendwo anders übertrifft, sollte das für die Männer kein Problem sein, weil das war andersrum genauso lange. Also von daher, genau. Aber es sollte jetzt kein feministischer Talk sein. Das möchte ich bloß noch mal so reinstreuen. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Und ich habe gerade schon mal drüber gelesen, jetzt geht es ein bisschen ans Eingemachte, finde ich. Genau. Ich lese sie mal vor. Wie fühlt es sich an, per Zufallsbefund gesagt zu bekommen, dass man ein Gefäßknäuel im Kopf hat, das zur tödlichen Hirnblutung führen kann, und man 4 Wochen in den Glauben gelassen wird, sich einer Gehirn-OP unterziehen zu müssen? Wow. Bummer. Sorry. Wow, okay. Naja, du hast nach Fragen gefragt, die mir noch nie jemand gestellt hat. Und hier, richtig. Warum rede ich eigentlich die ganze Zeit in irgendwelchen Anglizismen? Kann das aufhören? Das mache ich sonst nicht. Du, das ist, es war mit deinem Mann ähnlich. Okay, gut. Beschissen. So. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe eine ähnliche Geschichte, deswegen bin ich da, gehe ich da ganz, emotional auch, aber möchte ich empathisch drauf eingehen. Ja. Wie lange ist das denn her, also falls du erzählen magst? Genau, ja, natürlich, sonst hätte ich die Frage nicht stellen können, weil das Beschissen soll jetzt nicht die Antwort gewesen sein. Ach so, okay. So, die Oma fängt jetzt mal an zu erzählen über ihre Wehwehchen. Genau. Ursprünglich hatte ich Tinnitus, also ein Ohrrauschen. Ich habe die ganze Zeit mein Blut im Ohrrauschen hören und meinen Puls, also Pulssynchron, mein Blutrauschen hören, so klingt es besser. Woraufhin ich zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gegangen bin, und der so war so, okay, das hast du jetzt schon seit über einem Jahr, das könnte ein bisschen kritisch sein, wir sollten da vielleicht mal näher drauf gucken und einen Ultraschall der Halsschlagadern machen und ein MRT des Kopfes, ob da nicht halt irgendwie was im Argen liegt hinterm Ohr oder sowas, Durchblutungsstörung. Ja, und dann hatte ich dieses Kopf-MRT und die Ärztin kam danach und war so, ja, wir müssen mal hier reden, und da ist was in ihrem Kopf, das gehört da so nicht hin, und ich weiß noch nicht genau, was es ist. Ich habe versucht nachzuschlagen, ich kann es noch nicht richtig erkennen auf dem MRT, aber da sollten sie auf jeden Fall nochmal zu einem Neurochirurgen gehen. Ja, und schon alleine damit ist man ja komplett, Also, dieser Aussage alleine kann ja schon der Boden unter den Füßen einweggerissen werden. Voll. Irgendwie, also erstmal musste ich ja 2 Monate auf einen Termin warten. Das ist ja teilweise üblich in Berlin, bis du da mal irgendwie einen ärztespezifischen Termin irgendwo bekommst. Und man macht sich ja vorher schon die ganze Zeit Gedanken. Und das Ultraschall der Halsschlagadern war halt nicht auffällig. Deshalb war so, okay, dann bleibt jetzt nur noch eine Möglichkeit, dass es irgendwas im Kopf sein muss. Aber den Gedanken will man jetzt auch nicht so doll. Macht es ja nicht besser. Richtig. Genau, und deshalb versucht irgendwie nicht groß drüber nachzudenken, und trotzdem im Hinterkopf so, naja gut, könnte jetzt halt irgendwie scheiße ausgehen. Und als sie dann die Bilder gezeigt hat und man dann diesen riesigen hellen Knubbel da in meinem Hirn gesehen hat, war auch so, okay, irgendwie so total perplex, aber irgendwie konnte man auch nichts mit der Information anfangen. Und dann sind wir zum Neurochirurgen gegangen, Entschuldigung. Und ja, der hat mir das dann alles erklärt, und die dachten erst, dass es eine arteriovenöse Malformation wäre, sprich ein Gefäßknäuel von bluteinführenden und ausführenden Gefäßen und Adern, wo halt so viel Druck drauf ist, dass, naja, es jederzeit halt platzen könnte und platzen zu einem kann, Gehirn. Richtig. Genau, ja. Genau. Und zu einer Gehirnblutung dann kommt. Ja, und weil ich ja noch jung bin, zarte 35 Jahre, und halt das Risiko einer Gehirnblutung irgendwie bei 1,6-2% im Jahr sein kann, und das hochgerechnet auf noch meine Lebenszeit und schlag mich tot, meinte er, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Hirnblutung kommt, einfach so groß, dass sie mir empfehlen würden, halt eine Gehirn-OP zu machen, um das zu entfernen. Dadurch, dass es halt auch relativ weit oben hing, sitzt, also ja, obendrauf, hätte ich jetzt fast gesagt, dass man halt gut drankommt. Und jetzt auch nicht am Sprachzentrum oder sonst irgendwas, sondern am Gedächtnis. Das ist ja meine Ausrede für jetzt immer, weil ich denke,
vergesslichste Mensch der Welt ist, bin, dass mir da ein Stück Hirn fehlt. Ja, und dann hat er mir vorgeschlagen, diese Hirn-OP zu machen oder ans Herz gelegt und uns damit nach Hause geschickt. Und ja, dann kommen halt so Gedanken mit Patientenverfügung, was passiert, was passiert nicht, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Neurochirurg meinte natürlich auch, na gut, ist eine blöde Frage, weil das Schlimmste ist, du stirbst. Also cool, danke. Bisschen ja, da kommen ja leider Worte noch ganz viele wieder andere schlimme Stadien davor. Also ja, ja. Ich komme ja eigentlich auch aus dem medizinischen Bereich und ich weiß ja auch, was so eine Hirnblutung oder so ein Schlaganfall dann auch mit sich bringen kann. Ja? Also Schlaganfall wäre in dem Fall noch so das geringste gewesen, sondern geringste also die Problem. Dachten ja, es wäre eine arteriovenöse Malformation, die so stark durchblutet wäre, dass da wahrscheinlich wäre jetzt halt gewesen, dass man da schnell genug reagieren kann und operieren kann. Okay. Und genau, dann hatten die uns 4 Wochen in dem Glauben gelassen, ich müsste auf jeden Fall eine Hirn-OP machen. Wollten 4 aber, Wochen? Oh nein. Oh Gott. Okay. Naja, also es ist halt, wir machen, bevor wir einen OP-Termin ansetzen, nochmal eine Angiografie, sprich mit einem Katheter durch die Bauchschlagader bis in den Hals rein, Kontrastmittel spritzen und dann nochmal gucken, wie man das alles. Man kann den Gefäßverlauf sehen. Genau, damit wie man halt genau weiß, wo was liegt und wie man da rangehen muss. Und ich hätte ja gedacht, also dass man das vielleicht vorher macht, weil eine Angiografie ist eigentlich nicht so aufwendig wie ein MRT. Oder nicht, naja. Ich halte mal meine Meinung zurück, ich möchte jetzt hier niemandem zu nahe treten. Also der Arzt, der andere Arzt, der mich aufklären sollte über die Angiografie, war dann so, ja, dann darfst du 24 Stunden das Bett nicht verlassen, weil wenn du das Bett verlässt und die Wunde sollte anfangen zu bluten, dann bist du schneller verblutet, als auf deinem Zimmer sein können. Und ich war so, boah, die haben mich eigentlich alle verarscht. Also die wollen ja, es irgendwie locker und jetzt auch nicht. Naja, das war auch so einer, der war so alt wie wir und war so, ja, bla bla bla. Und ich war so, okay, das macht es irgendwie nicht besser. Bekomme ich denn am wenigsten Vollnarkose? Also, nein, du bekommst ein paar Leck-mich-am-Arsch-Tabletten und so. Und das macht man beim Bewusstsein. Also, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich so, du erzählst mir gerade, ich stecke mir einen Katheter vom Bauch bis in den Hals. Ja. Und das ist nicht so schlimm. Also, ich habe das oft auch gelernt und spüren müssen, weil ich habe auf Intensivstationen ganz lange Jahre gearbeitet und habe auch, also ich sage mal, Leben gerettet oder auch nicht geschafft zu retten und reanimiert. Und das ist zwar gut, dass wir als Intensivkräfte damit ganz locker und super umgehen können, aber man schafft es halt nie so komplett in einer patientendirekten Sprache halt rüberzubringen, um zu sagen, okay, es ist jetzt ernst und ohne flapsig zu wirken oder nicht die ernste Lage deutlich zu machen. Ja, ich glaube, das ist was, wo Patienten, glaube ich, doch mehr drunter leiden, als einem lieb ist, dass man mehr Fragezeichen hinterlässt als okay, Punkt, das ist es. Ja. Nein, also ich fand es tatsächlich jetzt gar nicht schlimm oder so wie mein Neurochirurg oder der Arzt für die Angiografie, dass mir da halt erklärt habe, so, die waren beide so relativ locker und eigentlich fand ich so auch besser als irgendjemand, der in so einem Fachjargon mich da voll labert und ich dann erst recht Fragezeichen habe. Aber es war so, oh Gott, ich will es nicht machen. Ja, und dann hatte ich halt den Krankenhaustermin für die Angiografie eigentlich. Und da meinten die, ja, pass auf, wir machen vorher nochmal ein Kopf-MRT, weil das MRT-Bild, das wir haben von der Radiologie, wo du warst, ist nicht so gut wie die Geräte, die wir hier haben. Und vielleicht kann man dann schon besser erkennen, was gemacht werden muss, sodass wir uns die Angiografie ersparen. Ja, und im Krankenhaus hatte ich dann auch wieder rausgestellt, dass da mal wieder keiner weiß, was der andere macht. Und die holen mich morgens ab, so, geht jetzt los die Angiografie. Ich so, nein, wir müssen auch noch das MRT machen. Oh nein, so, nein. Sie stehen hier drin für 9 Uhr für Angiografie. Und ich so, nein, einfach nur angefangen zu heulen. Und der Blinddarm muss auch noch raussteht hier. So ungefähr. Sie haben das auf der rechten Seite, nein, links, was? Ja, genau. Und dann habe ich dann runtergefahren und ich stand schon vor der Schleusentür zum Angiografieraum, bis dann der Arzt so meinte, so, das MRT wurde jetzt schon gemacht, oder wie sieht's aus? Und die Schwester so, wie MRT? Das, ja, wir wollen doch erstmal ein MRT machen, bevor wir uns jetzt hier. Und ich so, oh, Gott sei Dank. Oi. Ja, und dann haben die halt nochmal das MRT gemacht und da, um den Ganzen noch eine gute Wendung zu geben, hat sich dann rausgestellt, dass es in Anführungsstrichen nur ein Cavernom ist. Das ist im Prinzip ähnlich, also auch ein Gefäßknäuel, aber das ist nicht so stark durchblutet wie halt diese AVM. Weil die Gefäße halt viel kleiner und dünner und so sind. Sprich, da kann es genauso zu Hirnblutung kommen, was auch höchstwahrscheinlich ist, aber das löst dann halt Schlaganfall, krampfartige Anfälle oder ähnliches aus. Okay. Und
das muss jetzt alles beobachtet werden. In der Hoffnung, regelmäßig? Genau, ich war dann alle 3 Monate beim MRT, ob sich halt irgendwie verändert, wächst, so Blutung kam, sich irgendwas da im Hirn abgelagert hat oder so. Und jetzt muss ich nur noch einmal im Jahr gehen. Nimmst du Blutverdünnungsmittel jetzt? Also nee, gar nicht. Gar keine Medikamente. Okay. Der Neurochirurg meinte, vergiss alles, was wir dir gesagt haben. Leb dein Leben einfach so weiter wie vorher. Ja. Ja. Und mach dir keinen Kopf. Ja. Mach keinen Tiefseetauchen. In Anführungsstrichen. Mach dir doch keinen Kopf wegen der Sache im Kopf. Genau. Ja. Mach dir keine Platte. Ja. Geh nicht. Aber du hast es gerade an meinen Händen gesehen. Ich dachte mir, oh Gott, hoffentlich hat es jetzt noch ein gutes Ende. Ja, und lange Geschichte für so ein unspektakuläres Ende. Jedenfalls habe ich jetzt einen kleinen Knubbel im Kopf, wo wir uns immer vorstellen, dass der sich um sich selbst dreht und witzige Musik macht und ich deshalb so ein bisschen neben der Spur und unvergesslich immer bin. Du hast immer eine super Ausrede, ja? Also ja. Mit Timo gegenüber. Ach, deswegen hat er gesagt, meine Frau ist was ganz Besonderes. Ja, das sagen sie alles ganz Besonderes. Das sagen sie alle. Oh nein, aber freut mich umso mehr, dass es dir gut geht. Also ich hatte das ähnlich mal in meinem Unterkiefer. Ich hatte da zweimal sogar in regelmäßigen Abständen eine Zyste, was sich dann als Tumor rausgestellt hat, was so mit den Knochen auffrisst. Ja. Und da wurde zweimal hochtrabend ausgeräumt und hatte mir den Kiefer und durfte nicht essen und nicht trinken. Oh, das klingt ja auch lecker. Aber Gott sei Dank, ein gutartiger Tumor, aber er kann halt wiederkommen. Okay. Immer ja, das wäre jetzt halt die Frage, ob das ist, was wiederkommen leider kann, ja. Streut oder so, ja. Leider ja, und die erste Zyste war so groß wie eine Streichholzschachtel in meinem Mutterkiefer. Im Kiefer? Im Kiefer drinne, und das war, weil du gerade Zufallsbefund in der Frage zu stehen hattest, das war auch so. Ich habe einmal den Zahnarzt gewechselt und hatte, so wie man es macht, als Bestandsaufnahme dann nochmal neue Röntgenbilder, und wir haben beide auf das Röntgenbild geguckt und haben beide so was dat denn? Gesagt, was ist das dann? Und er meinte, also ungelogen, hören Sie auf zu essen, jeder Kirschkern würde Ihnen den Kiefer zersprengen. Oh. Also, und da dachte ich, okay. Brauchte sofort einen OP-Termin, und das ist alles gut gegangen. Ich habe es zweimal erleben müssen. Leider ist natürlich, wenn man das allererste Mal das überstanden hat, möchte man es natürlich kein zweites Mal. Nein. Und ich musste auch einmal im Quartal, glaube ich, zum Röntgen, und jetzt noch einmal im Jahr. So, ja. Genau. Okay. Von daher, ich fühle und ich leide mit dir, aber es ist alles gut gegangen. Und wir reden ja jetzt hier kerngesund und führen den Podcast miteinander. Ja, und dann lasst uns. Kleiner Appell übrigens an die Frauen und Männer hier draußen, ne, was HPV angeht, Gebärmutterhalskrebs. Lasst euch impfen oder geht regelmäßig zur Vorsorge, genau. Weil, ne, wo wir bei Wiederkommen sind, dass das immer zurückkehren kann und so, sind wir nämlich auch bei dem Scheiß, ich das nämlich auch schon hatte, und mit OP und allem drum und dran. Und nichts ist so einfach wie die HPV-Impfung. Es ist tatsächlich so. Ja. Es ist so. Ja, es ist. Ja. Und das gilt auch an die Männer da draußen, ne? Weil absolut. Ihr seid Überträger auch. Richtig. Ausschließlich sogar. Ja, tatsächlich. Wir Frauen reimen. Und ja, egal. Ja. Ich werde sie weiter drauf ein. Okay. Lass uns mal wieder bitte zu den guten Dingen im Leben kommen und auch Sachen, die du kannst und die du magst und die du liebst, und das ist tatsächlich das Tätowieren. Wie lange machst du das jetzt eigentlich schon? Lass mich kurz überlegen. Ich bin 2006 nach Berlin gezogen. 2007 habe ich angefangen, im Tattoo-Studio zu arbeiten. Ja, so fast 13 Jahre. Also zumindest, dass ich seit 13 Jahren in einem Studio arbeite. Und seitdem bist du selbstständig? Oder hast du deinen eigenen Laden? Also den eigenen Laden jetzt seit 5 Jahren, wo ich wirklich seit alleine nur bin und der auch ganz cool. Allein meiner ist. Ganz allein deiner. Ganz allein meiner, weil vorher hatte ich mit Freunden zusammen und so, deshalb. Okay. Wir haben ja gerade, und ich habe bei meiner allerersten Podcast-Episode gedacht, naja, brauchst du ja gar nicht über Corona zu sprechen, der Spuk ist in 2 Wochen vorbei. Ja. Jetzt ist das allerdings schon 4 Wochen her und wir kommen nicht drum herum, darüber zu erzählen. Und du hast auch schon gesagt, du bist von Kurzarbeit betroffen oder bist quasi. Kurzarbeit wäre schön als Selbstständige. Kurzarbeit wäre schön. Ja. Genau, der Laden ist zu. Ja. Und das wäre quasi die nächste Frage: Wie ist es denn überhaupt oder wie fühlt sich das an, unverschuldet quasi in diese Situation zu gelangen, dass man seinen Laden schließen muss und eigentlich, man gilt doch als arbeitslos, oder? Ja, ich bin arbeitslos. Also das. Ich könnte jetzt natürlich irgendwie beim Jobcenter Zuschüsse beantragen, aber ich weiß gar nicht, was ich da bekommen würde, außer man würde jetzt halt auf Hartz IV gehen. Hab mich aber umgehend darum gekümmert, um diesen Corona-Zuschuss, den man jetzt bekommen hat vom Land, den ich auch schon überwiesen bekommen habe,
Achso, ich habe gesehen, wie lange war die Wartezeit? 10 Stunden oder so? Das war doch ewig. Ich habe das irgendwie online gesehen. 10 Stunden nur mit deinen Scherzkeks. Sagen wir mal so, das sollte freitags um 12 Uhr online gehen. Ich war um 12 Uhr eins auf der Seite, die ist natürlich komplett zusammengebrochen. Dann wurde angekündigt, okay, um 13 Uhr geht's weiter. Dann war ich um 13 Uhr auf der Seite, ist natürlich auch nichts passiert. Dann war ich um 14 Uhr auf der Seite und dann hat man automatisch eine Wartenummer bekommen in einer Online-Warteschlange. Ich war an Platz 60.200 noch was. Wow, krass. Und ja, die hatten zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch gar nicht so viele Mitarbeiter, wie sie dann nachträglich noch dazugeholt haben und das überhaupt alles abarbeiten zu können. Weil eine Freundin von mir, die auch Tätowiererin ist, hat sich irgendwie 2 Stunden später da angemeldet und war schon auf Platz 120.000. Also es ist wirklich absurd gewesen. Ja, und dann hieß es warten. Man hat ja überhaupt gar keinen Überblick darüber, wie schnell die mit dem Abarbeiten sind. Man konnte sich eintragen, eine E-Mail zu bekommen, dass man benachrichtigt wird. Aber da wurde dann auch direkt gesagt, naja gut, aber es kann sein, dass die Zeit verzögert ankommt. Samstagabend um 11:15 hieß es dann, sie sind in 30 Minuten dran. Das sind nur noch 4.000 Leute vor ihnen. Aber zwischen 23 und 6 Uhr haben die eine Pause eingelegt, weil die können natürlich jetzt nicht die Nacht durcharbeiten. Das heißt, ich habe mir dann schön für Sonntagmorgen 6 Uhr den Wecker gestellt, damit ich da direkt wieder auf der Matte bin und nicht verpasst, wenn ich dran bin. Hat aber dann nochmal ganze 6 Stunden gedauert, weil scheinbar haben die jetzt sonntags auch nicht so viele Leute da gehabt. Oh je, da waren meine 10 Stunden tatsächlich eine leichte Untertreibung. Ja, im 30-Minuten-Takt dann ein Handy gestellt, damit ich mich irgendwie nochmal kurz so auf die Seite legen kann, die Augen zumachen und so. Aber hat alles geklappt, Gott sei Dank. Und aber wie geht's dir jetzt? Was sind deine Gedanken? Was können wir eigentlich Gutes für dich tun? Tatsächlich, ich muss sagen, also ich habe immer mindestens einen Arbeitskollegen oder Arbeitskollegin gehabt, wo ich dann halt anteilig Ladenmiete bekommen habe. Der ist jetzt leider im Dezember gegangen. Das heißt, mir fiel halt die Ladenmiete, die ich von ihm bekommen habe, weg. Okay. Dann liefen jetzt irgendwie die letzten 2 Monate auch eher semi-geil. Keine Ahnung, was da los ist. Macht das seit über 10 Jahren, aber da ist irgendwie gerade der Wurm drin und dann kommt noch Corona und ich muss den Laden ganz zumachen, wo es sich aber tatsächlich dann eher so anfühlt wie, naja gut, aber dann kann ich nichts dran ändern. Dann liegt es nichts an mir, ich muss mir nicht den Kopf zerbrechen, was habe ich falsch gemacht, was kann ich besser machen, was muss ich tun, damit es wieder besser läuft, sondern es ist einfach, okay, der Laden ist zu, ich kann nichts machen außer abwarten, was dann schon fast wieder befreiend ist, so blöd es jetzt gerade klingt, aber auch. Ja, aber wir müssen es annehmen. Wir müssen jetzt dieses Zeitgeschenk annehmen und so wie du halt sagst, also in deiner Frage formuliert hast, es ist unverschuldet und das muss man sich immer vorbeten. Ja, und dadurch ist es halt einfacher, irgendwie damit umzugehen und sich jetzt nicht komplett den Kopf zu zerbrechen, wie es weitergeht. Also ich glaube, an den Punkt komme ich noch. Ich bin aber auch extrem gut, Dinge zu verdrängen. Deshalb habe ich auch den Tinnitus bekommen, weil einfach so stressbedingt. Okay. So, ich bin immer so, ja, alles weg, ciao, geht schon, mir geht's super, was klar, geiles Leben. Hey. Das ist wild. Ist ja nicht immer das Schlechteste tatsächlich. Nein, aber ich glaube, da staut sich unterbewusst dann irgendwie hier und da was an, was sich dann halt so in körperlichen Symptomen dann in meinem Fall auswirkt, wie sagt man. Oder du musst eine Sportart finden, um dich abzureagieren. Ja, aber es ist ja noch alles sehr, 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 sehr frisch. Also derzeit, Noch bin ich top motiviert. Der Laden ist zu tatsächlich, Und also falls du Kunden brauchst, dann machen wir natürlich einen Aufruf an alle Zuhörer. Darauf wollte ich nicht hinaus. Ich habe ganz, ganz tolle, liebe Kunden und auch Freunde. Ich habe ja schon Aufruf gemacht, dass ich trotzdem Termine vergebe, aber halt ohne ein festes Datum. Und halt, wenn die Leute, die dann schon eine Motividee haben, mir gegen eine Anzahlung, würde ich denen dann halt schon deren Motiv malen und schicken, sodass ich weiß, wenn alles wieder losgeht, habe ich schon Termine fest. Super. Die wir dann, und da habe ich jetzt schon ganz viel Unterstützung bekommen und Anzahlung tatsächlich. Und toll. Ich mache gerade ganz viele kreative Sachen, zu denen ich sonst nicht komme oder mir nicht die Zeit nehme. Ich weiß, eins habe ich ganz euphorisch kommentiert. Du machst einen Linoleumschnitt und das finde ich so super, weil ich das in der Schule damals auch gemacht habe und ich fand es klasse. Ja, das hat richtig Bock gemacht. So, ich habe es ja zum allerersten Mal gemacht. Wir haben es tatsächlich noch nie in der Schule gemacht damals oder so und habe da direkt so ein riesen Ding gemacht. Ich habe auch noch 2 andere Motive schon vorbereitet, wo ich jetzt mich noch ransetzen möchte. Ah, okay. Und also ein Motiv hat jetzt schon, keine Ahnung, wie viele Stunden gedauert. Locker 15 Stunden oder sowas. Länger sogar. Das dauert sogar halt noch. Lange, das wollte ich gerade sagen. Das ist nicht so ganz, ganz schnell gemacht. Ja. Liebe Katze, lass mich mal zu meinen Fragen kommen, weil wir sind mit deinen Fragen durch. Vielen Dank dafür. Jetzt geht's quasi um die Wurst. Jetzt bekommst du ja Fragen, die du ja noch gar nicht kennst von mir. Und zwar,
Und sei auch da bitte ehrlich, wenn du meinst, oh nein, die ist langweilig, die wurde mir schon mal gestellt oder ja, interessant. Aber ich möchte gerne von dir wissen, gab es schon mal ein Tattoo, wo du dich quasi, ich muss jetzt mal meine Gänsefüßchen nutzen, vermalt, vertätowiert hast, was du aber geschickt kaschiert oder gar nicht gesagt hast? Es ist tatsächlich schon mal passiert. Konnte ich nicht kaschieren. Okay, jetzt wird's interessant. Konntest du nicht. Da ging nichts mehr. Also, nee, genau. Das konnte ich auch nicht schön. Du hast den Namen des Partners falsch geschrieben. Nein. Das war tatsächlich meine Anfangszeit. Da wollte eine Kundin in ihren Innenarm Sterne haben. Unter anderem so einen Nautikstern, wo halt die Spitzen, eine Seite schwarz, eine Seite weiß oder farbig, je nachdem ist. Und das ist dann wie halt so eine Windrose auf dem Kompass. Und ich glaube, ich weiß. Ja. Genau. Sag einfach ja. Ja. Ja, natürlich. Ach ja, natürlich. Mann, weiß man doch. Naja, und ich habe dann diesen Stern gemacht und wollte dann die jeweiligen Ecken schwarz malen und habe die aber nicht Spitze für Spitze im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn gemacht, sondern so random, bis ich dann gemerkt habe, also jetzt ist die eine Spitze aber ganz schwarz. Irgendwie ist dann hier nicht aufgegangen, wie es sollte. Weil eigentlich sollte die eine Spitze halt halb sein. Ja. Ja, ich hab erstmal immer so die Hand drüber und fertig tätowiert und ganz entspannt getan. Und sag, Mensch, beweg dich doch nicht immer so sehr, Mann. Ja, wirklich so, hallo, bleib doch ruhig. Mal still. Ja, noch nicht gucken, ist eine Überraschung. So. Genau. Und dann war ich fertig und ich hab's abgewischt und war so, okay, also ich muss jetzt was sagen. Also, mir ist da was passiert. Oh. Und so möchte man noch kein Gespräch beim Tätowierer anfangen. Nein. Oh, sorry, aber ich muss dir was sagen. Oh, ich sage auch ganz oft zwischendurch mal so, ups. So, wirklich? Aber gar nicht, weil ich mich vertätowiert habe, sondern irgendwie, weil ich nicht. Weil du einen krummen Rücken hast. Ja, oder weil ich, also ganz banal irgendwie, ich muss ja, um meine Maschine zum Laufen zu bringen, habe ich so einen Fußtaster, wo ich mit dem Fuß immer drauf wie muss. Wie beim Zahnarzt, ja. Ach du Heiler. Und wenn ich da irgendwie mal daneben dreht oder sowas, und das kriegen die ja nicht mit, bin ich so, scheiße. So, aber das finde ich schon wieder lustig. Ich reagiere halt sehr impulsiv, muss nochmal kommentieren. Eieieiei, genau. So, ist total Quatsch, ich weiß auch gar nicht, warum ich dann so reagiere, aber dann ist immer so, was, alles gut? Ja, alles gut. Na, du hast doch einen guten Humor. Alles gut. Oder da ich einfach irgendwie am Handschuh schwarze Farbe habe und das komplett ins Tattoo wische und alles ist schwarz. Und dann so, was ist passiert? Ist auch nix, alles gut. Das ist nur genau. Ja, jedenfalls habe ich das sehr liebevoll in meiner Art und Weise erklärt und tatsächlich musste sie aber einfach lachen und fand es überhaupt nicht schlimm und war so, alles gut und du machst das ja noch nicht lange. Super. Ja. Und die haben mir so noch Trinkgeld gegeben und ich fand das ganz witzig und irgendwie, jetzt habe ich wenigstens eine Geschichte zu erzählen und die war mega verständnisvoll. Also entweder war sie eine krasse Schauspielerin und hat mich danach verflucht oder sie war wirklich einfach mega entspannt. Vielleicht, aber ich glaube, die war nett. Die hätten mir auch kein Trinkgeld geben müssen. Sie wusste damals schon, dass du Gast in meinem Podcast bist, weil sie hat gesagt, wenigstens eine Geschichte zu erzählen. Und das ist es tatsächlich. Ja. Mega gut. Coole Geschichte. Gott sei Dank hat sie so reagiert. Kommen wir mal gleich zur nächsten Frage. Mit welchen Tattoo-Klischees bringt man dich auf die Palme? Oh. Es gibt doch bestimmt total viele, oder? Also das ist mir jetzt so als unterdividuierte Person so in den Kopf gegangen. Sind Sterne out oder mach mir mal einen Anker? Ach so, man sich dafür mit das Klischees. Hochzeitsbild der Großeltern, keine Ahnung, mit welchen Klischees kannst du überhaupt nichts anfangen? Ah, okay, ich dachte, du meinst jetzt mit Klischees, die mir unterstellt werden, weil ich tätowiert bin. So nach vielleicht dem Motto, auch. Die muss ja kriminell sein oder eine Nutte oder Seefahrer. Ja, das passt auch, genau. Für jeden umgebrachten Menschen im Knast eine Träne. Ist das ja, nicht so? Ja, ungefähr. Ja, genau. Na, fast, aber ja. wie war die Frage? Welche Tattoos bringe ich auf die Palme? Nein, welche Klischees bringe ich auf die Palme? Bezogen auf. Was heißt auf die Palme? Also nerven dich total. Ja, es gibt bestimmte Motive, aber da möchte ich niemandem zu nahe treten, weil auch da wird jeder seinen Grund dafür haben, aber man findet es dann einfach als Künstler und als jemand, der sich so sehr damit auseinandersetzt, was es noch für tolle Sachen gibt, die man sich tätowieren lassen könnte. Es ist immer ein bisschen schade, wenn dann jemand kommt mit dem mit der Pusteblume, wo dann Vogelsilhouetten rausfliegen oder naja, so. Gibt so eine es Sache, tatsächlich Motive, die du ablehnst, wo du sagst, nee, komm, sorry. Naja, entweder also so Porträts oder so? Oder? Ja, also weil ich es halt nicht kann, das ist halt nicht so mein Steckenpferd. Ja.
Und obwohl ich mal richtig Bock drauf hätte, so bei den Leuten, die ich kenne oder die dann vorher informiert habe, okay, pass auf, ich kann nicht fotorealistisch tätowieren, aber ich würde das trotzdem gerne machen, so und so würde es dann aussehen. Da mache ich das schon gerne und das funktioniert auch ganz gut. Aber man darf jetzt halt kein fotorealistisches Porträt erwarten, aber das wissen die ja noch. Ich mache halt keine Sachen, die irgendwie in eine rechte ja, sehr gut. Ja, also rechts, Gott sei Dank. Gedankengut, Rechtsgedankengut, weißt du das denn? Naja. Ja, na klar. Ja, ich also, meine, nicht rechtsradikal, rechtsextrem, das ist so ein falscher Ausdruck, aber halt irgendwas, ne, rechtsmotiviertes und sei es auch nur Böse Onkels oder Freiwild, das kannst du direkt wieder piepen, aber irgendwie ja. Bandlogos oder so, wo ja. Ich eindeutig weiß, okay, das kann man irgendwie im weitesten Sinne damit assoziieren. Das, ja. Ja, wobei ja. Ich auch sagen muss, ich glaube, dass ich die Klientel nicht anspreche, die dann zu mir kommen und sich dann Gott sei Dank sowas kommen sie nicht tätowieren zu dir. Lassen. Gott ja. Sei Dank. Alle anderen dürfen natürlich gerne, ja, gerne, kommt gerne alle kommen. Her. Genau. Kriegt einen Blue Tattoo. Ich habe es geübt, oder? Ja, True Blue, ja, Tattoo. True Blue. Genau. Richtig. Ah. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass wir den gleichen Bekannten haben. Okay, es ist dein Ehemann. Der gute Spoiler. Timur. Genau, der weltberühmte Drummer von Casper. Ah, oh, der beste, bestaussehendste Mann, beste Ehemann, lustigste Mann. Einfach die beste Person der Welt. Schneiden wir bitte raus. Ja, das geht gar nicht. Ja. Genau. Ich habe aber hier eine interessante Frage. In welchen Momenten hast du dich erfolgreicher gefühlt als dein Ehemann? Bitte zähle ganz viele auf. Bitte. Komm, wir bashen ihn jetzt mal. Erfolgreicher? Ist schwierig, weil er... Er hört ja auch nicht zu. Machen wir uns mal nichts vor. Ich sag mal so, er spielt ja im Hintergrund, ne? Ich bin ja hier die Hauptperson in meinem Business dann. Richtig. Nein, Schatz, ich liebe dich. Alles gut, du bist toll. Ich dich auch, Timo. Ich dich auch. Naja, es ist ja nicht so, als hätte ich nicht auch so hier und da mal meine... Ja eben, komm, hau raus. Go for it. Also, ich war schon mal auf dem Cover des Tätowiermagazins und das wurde auch das wow. Cover des Jahres. Das wurde gewählt von den Lesern. Da war ich ganz stolz auf mich, weil ich das, ich glaube, das einzige Cover war, wo keine halbnackte Frau drauf war, sondern jemand hat mal angezogen. Cool. Hast du das noch? Weil das kann ich verlinken. Das habe ich Bild. Tatsächlich noch, ja. Mega. Schick das mir das mal. Das wird natürlich... wie sagt man hier so ganz, ganz, ganz fancy, das gibt es in den Shownotes oder so? Ja, gerne. Sieht man, wie ich vor 10 Jahren auch sah. Süß. Ah, cool. Einfach süß. So lange ist das schon her? Das ist schon so lange her, ja. Okay, ja. Na, dann in diversen irgendwie Artikel gehabt mit meinen alten Tattoo-Studios. Dann in Dokumentation, war bei Frau TV, hatte ich mal ein Interview. Auf Tattoo-Conventions dann Interviews gehabt mit ZDF, RTL, was auch immer, was dann ausgestrahlt worden ist, ob das jetzt erstrebenswert ist. Aber es war auf jeden Fall nicht schadend, sagen wir mal so. Bei meinem bester Freund bei der TV-Show tätowiert und dann noch bei einem anderen Format von Zirkus Halligalli damals durch die, nee, wie hieß es? Ah, da habe ich mal einen Post gesehen, glaube ich. Ja, das war mit Crow zusammen. Da haben wir eine WG überrascht cool. in der Nacht. Stimmt. Und ja, da haben die sich tätowieren lassen sollen. Genau, das habe ich gemacht. Und oh, da war einiges. Diverse Musikvideos. Das war aber unabhängig von meinem Tätowierer-Dasein. Irgendwie als Komparse. Ja, das habe ich auch mal gemacht. Ich möchte nicht näher darauf eingehen. Aber cool, also mega. Ach, da gab es schon einige Sachen, aber das ist dann auch mein Höhepunkt der Karriere, habe ich das Gefühl, ist manchmal vorbei, zumindest was so Sachen angeht, was so TV-Formate naja, und so angeht. Entschuldige mal bitte, das geht jetzt hier mit dem Podcast so richtig durch die Decke. Ja, also, ich mache auch aktuell, bin ich wieder Protagonist von einer Doku, da arbeiten wir gerade dran über das Social Distancing jetzt aktuell in der Corona-Krise. Ja, also was kann es aktuelleres geben? Perfekt. Ja, oder? Perfekt. Schön jeden Tag Videotagebuch, was sich geändert hat, was ich machen muss, wie sich mein Alltag jetzt gestaltet, seitdem ich arbeitslos bin. Wenn ich das noch mal kurz, ganz kurz hier. Wenn wir noch mal ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. Ja, Leute, nach dieser schweren Krankheit, jetzt noch diese Arbeitslosigkeit, was soll dieser Frau noch passieren? Und sie ist mit Timo verheiratet. Irgendwann ist das auch Schluss. Das ist mein einziger Lichtblick. Irgendwann im ist auch Leben. Schluss. Der baut mich auf. Der baut dich auf. Na gut, lassen wir das mal so stehen. Nee, aber natürlich total beeindruckend und
Ja, leider habe ich gerne nicht vor 12.000 Leuten gespielt. 12.000, 20.000 Leuten. Du, ich aber schon mal. Ich Ach, aber schon mal in Zürich tatsächlich mit einer Show Appassionata. Da war ich mal Statist, Hauptkomparse. Oh. Und es waren, ich glaube, 12 oder 13 oder 14.000 Leute. Es war abgefahren. Aber ich habe trotzdem mehr Respekt vor dir. Aha. Obwohl mein, das Tätowieren bei meinem bester Feind, okay, in dem Studio waren halt jetzt nicht so viele Leute, aber ne, so Samstagabends 20.15 Uhr irgendwie, dann auf einschlägigen privaten Sendern, da haben halt auch Millionen Leute zugeschaut. Ne? Das glaube ich dir. Ja. Oh, hast du schon mal Promis tätowiert, außer deinen Ehemann? Ja. Stimmt. Ja, schon. Darf man das sagen also, oder nicht? Doch, ich muss gerade nur überlegen, wer alles, also Promis. Wie lang also, die Liste, ja. Genau. Wer nein, denn nein, alles? Nein, 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 ich meine jetzt im Sinne von Musiker vor allem. Ich habe so naja, Christina Stürmer zum Beispiel, da habe ich ihr Oberarm-Tattoo gemacht, Innenarm und sowas alles. Dann cool. Diverse Bandleute, naja, den Bassisten von Deftones, ich weiß nicht, wenn das jemanden was sagt, oder von Sam I Am. Das ist doch der Schlagzeuger von Deftones, ist doch der Held der von Abe Cunningham, Timo, oder? Genau. Eieieiei. Ja. Das wurde auch schon mal, Leute, das könnt ihr in der Folge mit Timur auch hören. Es geht um ein Pissoir, ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. We pee together. We pee, yeah. Ach cool, ach Tatsache, okay. Ja, also wow. Dann Harris, also Rapper, ich weiß gar nicht, ob der, oh Gott, ich darf jetzt auch nichts Falsches sagen hier, ne? Harris von Deichkind, oder was? Nein, Nee, ist er, nee, so ein Kumpel von Sido und so. Okay, dann müssen wir das, glaube ich, rausschneiden. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, kann ja mal passieren. Soll ich einfach direkt weiter? Ich überlege gerade wenig, da waren tatsächlich schon einige. Ah, den Spieler, wie heißt der denn? Von Hertha BSC. Bei Fußball sowieso, bin ich raus. Bin sowieso ich komplett Friedrich. Raus. Arne. Der heißt nicht Arne Friedrich. Oh, guck mal, da geht auch schon wieder los. Gibt's auch, aber. Ja, ich weiß, aber. Das ist doch schon so lange her. Und auch ein Spieler von Alba Berlin auf jeden Fall. Und Alba Berlin? Das finde ich cool. Und du bist mir wirklich sympathischer als Timo. Also ich kann seine Nummer löschen. Ich kann ewig so weitermachen. Konstantin Braun von den Eisbären Berlin, schöne Grüße. Oder Grüße Roland raus, von Turbostadt. Genau. Mega. Und einige auf jeden Fall. Tatsächlich. Tja. Wow. Ja, vielleicht sollte ich mit denen mal immer Fotos machen und das auch hochladen, so wie alle anderen es machen. Aber ich lasse das immer so. Du bist auch so bescheiden. Ihr seid beide so herrlich bescheiden. Und was ich immer bei euch so ganz toll finde, ihr seid so höflich und locker und immer nett. Aber es meine ich in einer höchstmöglichen positiven Art und Weise. Das Danke. Ist immer. Ihr seid ganz süß miteinander. Naja, ich denke mir halt so, wenn halt jemand zu mir kommt, der auf irgendeine Art und Weise in der Öffentlichkeit steht, egal wie groß diese ist, das ist ja ein extrem privater Moment. Das ist ja was die in ihrem privaten Leben machen, was Intimes ist. Und da möchte ich jetzt nicht diejenige sein, hallo, darf ich das bitte mit meiner ganzen Community irgendwie teilen und damit irgendwie hausieren gehen, sondern das ist so, ich möchte aber das macht euch ja schon einzigartig. Das ist ja nicht die Regel. Aber ich glaube, ihr seid, also es ist ja für beide ein privater Moment. Also du gehst, man durchbricht ja so die private Grenze, so den persönlichen Bereich. Das ist ja für dich genauso, ich sag mal, nah für wie für die Person ja auch, für die andere Person. Ja. Also ich weiß es eher zu schätzen, dass sie zu mir kommen und genießen ist das falsche Wort vielleicht, aber möchte dann halt auch diese, Wort vergessen. Das ist das Ding in meinem Kopf, was ich gerade dreht und Musik macht. Sag mir die Worte nicht. Ach, das können wir auch schneiden. Nee, was ich sagen wollte, ich möchte halt, dass die halt ihre Privatsphäre haben und das dann nicht so an die große Glocke gehangen wird und die sich dann in dem Moment einfach wohlfühlen und einfach sich in Ruhe ein Tattoo machen lassen können, ohne dass das medial ausgeschlachtet wird. Auch wenn ich nur, keine Ahnung, ein paar tausend Follower habe. Aber dass die dann lieber nochmal zu mir kommen, als dann so, oh nee, jetzt habe ich ja schon wieder ein Foto gemacht und hochgeladen und so, weißt du, als würde ich mich mit denen nur brüsten wollen dann. Und ich glaube, das können die am allermeisten, genau. Schön, dass du das nach dem Name-Dropping sagst. Nein, aber ich glaube, das können die schon am allermeisten wertschätzen. Du hast jetzt explizit nachgefragt. Das ist aber alles. Absolut. Ja, ich wollte das wissen. Alles du, Jahre her. Wir können ja mal ganz ehrlich sein. Also die drei Zuhörer, die ich habe, meine Mutter wird es schon nicht weiter ausplappern. Okay. Ja, also von daher.
Liebe Katze, die letzte Frage, die ich habe, und wir sind schon fast am Ende angelangt tatsächlich, ist eine Frage, die ich jeder Person stelle. Von daher, da der kleine Hinweis für alle anderen Gäste. Und zwar, sie ist etwas lang, ich muss sie ein bisschen erklären. Oh Gott, Frage. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt musst du aufpassen, genau, deswegen. Schau mir in die Kamera, schau in deine Skype-Kamera und höre gut zu. Du darfst mich jetzt beeindrucken und du darfst dir was komplett ausdenken. Wenn ich dich jetzt nach deiner letzten guten Tat fragen würde, was würdest du mir gerne antworten? Was heißt gerne? Das habe ich getan. Perfekt. Siehst du, Timo musste ewig nachdenken. Ich musste 23 Minuten Material rausschneiden bei ihm. Guck mal, bei dir kommt es wie aus der Pistole geschossen. Leg los. Da gibt es diverse Sachen wie entweder Bettwäsche an Obdachlose geben, Essen an Obdachlose geben, wenn ich die sehe, oder Tattoo-Aktionen machen, wo ich Geld gesammelt habe, um das an Flüchtlingsunterkünfte zu spenden oder an die Hilfe für Opfer rechtsradikaler Gewalt und ja, sowas. Sowas halt, was man halt so macht. Liebe Zuhörer, was für eine tolle Frau. Katharina, mega, mega. Wir sind leider schon am Ende unserer Sendung. Ah, schade. Schon am Ende unserer Episode. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ging wie ein Fingerschnipsen vorbei. Ja, und ich habe einen ganz tollen Satz vergessen zu sagen, den ich in Verbindung bringen wollte mit, wie es sich anfühlt, dass sich Leute bei mir tätowieren lassen und dass sie so ein Vertrauen an, also ja, ne, für mich, an mich, wie es jetzt haben. Mein Gott, jetzt geht auch langsam los. Jetzt habe ich verloren. Dass sie dir vertrauen, dass sie dich an die Haut lassen. Genau. Und da hat unser lieber Freund, um nochmal ein paar Namen zu droppen, T.S. Uhlmann, was ganz, ganz Tolles gesagt und was mir halt so diesen Denkanstoß gegeben hat, das überhaupt mal zu realisieren. Weil er meinte nämlich, dass Timur und ich Tag für Tag erfüllst du Menschen den Traum, genau zu wissen, wer man ist. Weil du das nämlich mit Tattoos darstellst. Weil Tattoos sagt halt immer was aus. Und das ist meistens immer eine Geschichte. Irgendwie, so wie manche halt Klamotten tragen, sich die Haare färben oder das sonst wie nach außen tragen, ist bei Tattoos ja dasselbe. Und das fand ich ganz, ganz schön. Und das finde ich romantisch, diesen Satz. Das muss man jetzt mal sacken lassen. Das stimmt allerdings. Und auch sei es drum, auch wenn es nur im Kopf der tätowierten Person tatsächlich ist. Ja, voll. Aber da fällt mir gerade was ein. Stimmt es, dass T.S. Uhlmann euch getraut hat? Ja, und das hat er in unserer Traurede gesagt. Und er hat da so gesagt, er hat so über Timo ganz viel gesagt, dass er halt so Kindern Schlagzeugspielen beibringt, dass er es so toll findet und denen halt Träume erfüllt und die halt so, ne? Und dann dachte ich so, bei mir die Taschentücher, liebe Zuhörer. Ja, und ich dachte mir, toll, bei mir kann er jetzt nicht viel kommen. Und dann hat er den Satz rausgehauen, aber er so, okay. Ich bin raus, als ich das rein gelesen habe, habe ich gedacht, ich habe mich gerade verlesen, weil das schätze ich so an euch beiden oder auch gerade auch an Timur, der prahlt mit solchen Sachen einfach nicht, weil das sind Sachen, die euch passieren. Das ist total toll. Ja. Schön. Man Ach Mensch. Man redet trotzdem gerne drüber, wenn danach gefragt wird. Wenn man danach gefragt wird. Dafür, meine Leute, gibt es Mats ab, Vollbart nachgefragt, der neue Interview-Podcast. Ach, perfekte Überleitung, oder? Überall erhältlich, überall zu sehen und überall erreichbar, ja. Von daher könnt ihr mir überall schreiben, ich antworte auch persönlich. So, liebe Katze, jetzt habe ich dir fünf Fragen gestellt. Jetzt darfst du gerne bewerten. Waren sie gut? Wurden sie dir schon mal gestellt? Hast du, ich sage jetzt mal, zur Strafe für mich irgendetwas, was ich für dich machen soll? Nö, ich fand's super. Also tatsächlich war da jetzt bewusst nichts bei, was mir so formuliert oder überhaupt schon in die Richtung gestellt worden ist. Und ich bin sehr zufrieden mit deiner vorher geleisteten Recherchearbeit. Aber des oi. Guten Willen wegen. Na los, hau raus. weil wir sind ja gute Menschen, könnte man natürlich trotzdem irgendwas machen, gerne, um allgemein ein bisschen Gutes zu tun. Das ist ja der Sinn und Zweck meines Podcasts. Ja, ich dachte ja eher an was Gemeinschaftliches und sowas Banales wie im Park Müll sammeln gehen oder sowas, weil, naja, aber das fällt ja gerade aus, weil keiner im Park ist, keiner Müll da lässt und wir eh nicht raus dürfen. Das wäre aber auch zu einfach. Jetzt hatte ich überlegt, ob es Sinn macht, Geld zu sammeln und dann irgendwie ins Flüchtlingslager beziehungsweise an Ärzte ohne Grenzen zu spenden, die gerade in Moria sind, auf Lesbos.
um jeder unterstützen zu können, weil die haben gerade richtig Kacke am Dampfen und andere Probleme, von denen wir nicht zu träumen wagen. Richtig, und ich finde es auch ganz schade, dass aufgrund von Corona die Berichterstattung fast auf stumm geschaltet wird dort. Das geht komplett unter, man leider kriegt ja gar ja nichts mit. Und wenn man leider sich nicht bewusst darüber informiert, wo ich mir selbst auch eingestehen muss, ich gucke jetzt auch nicht jeden Tag, wie der Stand der Dinge ist. Ne? Ja. Aber ja, irgendwie geht es. Aber finde ich eine super Idee, ich bin dabei. Unter. Und ich hatte überlegt, das klingt jetzt aber auch wieder so, als wäre es jetzt Werbung oder eigennützig, aber wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, dass ich diese Linoldrucke mache. Und ich mache da ja insgesamt 3 Motive von. Ich habe überlegt, ob ich dir von jedem Motiv 1 gebe und du das dann versteigerst und den Erlös dann. Und sei es nur irgendwie 30, 40 Euro pro Bild, aber wenn wir da irgendwie 100, 150 Euro für 3 Bilder oder so zusammenkommen, dass das dann dahin gespendet wird. Und ich gebe dir mein Versprechen, dieser Betrag, der eingenommen wird, ich lege diesen Betrag nochmal oben drauf von mir. Oh, na dann. Hoffentlich wirst du nicht arm. Geld spielt keine Rolle. Ich oh Gott, jetzt. Aber es nur 3 Bilder hast du gesagt, ja? Nur 3 Bilder. Nein, aber da bin ich gerne dabei. Finde ich super. Machen wir absolut. Ich würde mich freuen, wenn Leute auch den Wert hinter den Bildern sehen, im doppelten Sinne, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja. Dass es halt nicht nur 10 Euro sind und auch einfach mit dem Hintergrundwissen, dass es zu, also was Guten zugunste kommt und da echt. Auch wenn es jetzt nicht weltbewegend sein wird, aber vielleicht einigen Leuten einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt. Es geht doch nur um diesen gibt. Moment, wo man eine Art Glück empfindet. Ja. Nur darauf kommt es ja an. Und diese Leute, die sollen dir erstmal folgen, die sollen auch zu dir gehen zum Tätowieren und sie sollen auf meiner Seite halt die Bilder ersteigern. Und da können wir ja beide, allen Zuhörern, die können wir ja, wie sagt man, up to date halten, die können wir informieren. Ja. Und dann gehen die Bilder raus. Finde ich super. Machen wir. Cool, das freut mich. Liebe Kat, es hat mich total gefreut, dass wir, guck mal, wann hatten wir schon mal die Gelegenheit, so face-to-face alleine so fast eine Stunde, eine Stunde zu erzählen? Was? Naja, gut, ein paar Sachen, wo ich mich verhaspelt habe, kannst du ja rausschneiden. Du, das mache ich bei mir auch und schon sind wir auf 15 Minuten ganz innovativen Talk gekommen. Nein, es war mir echt ein Fest, es war mir echt eine Ehre und wir haben sogar fast, ich gucke gerade zur Uhr, eine Punktlandung, perfekt. 19:30. In diesem Sinne erhebe ich für dich mein Glas, es war ein ganz tolles Gespräch, wunderbar und wir sehen uns, wir hören uns und liebe Leute, folgt Katharina Katze, True Blue Tattoo und Mats ab Vollbart nachgefragt und wir hören uns und wir sehen uns, einen schönen Tag. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Mats ab. Klappe, Ecke, die erste. Hallim, hallim. Jo. Mann, du bist gefeuert. Ich war noch in der Probezeit. Mats ab.